Wir dürfen euch heute begrüßen zu unserem kleinen Menü für die 6 teilnehmenden Länder. Und wir wollen heute mit einem Wahnsinnsgericht aus Trier beginnen. Das heißt Krumper Schnitzer. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen ganz frische Kartoffeln aus unserem eigenen Garten. Wir brauchen dazu Äpfel. Was denn? Gibt es mal einen Apfel? Und wir fangen direkt an. Also, was im Linda? Jeweils eine Kartoffel nehmen. Die Kartoffeln werden geschält. Wo haben wir unseren Schäler? Und direkt rein ins Vergnügen. Wir schälen einfach die Kartoffeln. Die Kartoffeln sind geschält und jetzt kommt das Gefährlichste. Oh, wunderbare frische Kartoffeln. Könnte man am liebsten so reinbeißen, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass unsere Fingerkuppen nicht mit hineingehen, denn wir müssen jetzt unsere Kartoffeln richtig schön hier reinreiben. Die Gefahr ist natürlich, die Fleischbeilage ist dann eben die Hände, so dass wunderschöne geriebene Kartoffel rauskommen. Macht mal, Linda. Komm. Ja. Gut, geschnitten, geraspelt, haben wir die Kartoffel und jetzt kommt hinein. Ein Ei. Zwei Eier. Eine Prise Salz. Einfach so. Richtig schön. Noch. Gut, reicht. Besten Pfeffer. Boah, riech mal. Super Pfeffer. Kommt richtig rein. Boah. Richtig so. Best. Saure Sahne. Und zum Schluss noch Mehl. Und jetzt brauche ich einen Löffel. Vorne, glaube ich. No. Und das Ganze wird jetzt hier richtig schön verquirlt. Wenn wir unsere Kartoffeln lang genug gerührt haben, können wir noch zum Abschmecken eine Zwiebel reinschneiden. Wir können nochmal mit etwas Muskat nachwürzen. Oh, wunderbar. Und dann sind unsere Krumper Schnitzel fast schon fertig. Aber wir brauchen dazu noch den Apfelmus. Und jetzt kommen wir zu dem wunderbaren Apfel. Frisch von den Bäumen. Für uns aus der Region ganz toll. Bitte schneidet die mal kurz klein.
Die Kerne müssen raus. Wir brauchen gleich noch dazu unseren Zucker. Ganz wichtig, wir wollen ja ein bisschen Kalorien haben. Den können wir schon mal bereitstellen und dann einen kleinen Topf. Da haben wir ein bisschen Wasser reingemacht. Den machen wir dann auch gleich an. Und wenn die zwei fertig sind, werden die herrlichen Apfelhälften dort reingemischt. Jetzt schneiden wir die Äpfel zu uns ins Wasser rein. Komm. Fantastisch. Und mit alle hier rein. Geschnitten. Dann kommt eine Prise Zucker rein. Wir haben hier im Zucker auch schon vorher Vanillestangen reingetan. Dann, wo ist es? Machen wir noch ein bisschen Zimt drauf. So, Deckel drauf, 10 Minuten kochen lassen. Jetzt haben wir unsere geriebenen Kartoffeln, die standen 10 Minuten an der Seite. Und jetzt versuchen wir, ich hoffe, dass es uns gelingt, sie zu backen. Linda, Achtung, es spritzt. Ich fange erstmal an. Rein. Ah, hervorragend. Der wird richtig gut, Linda. Was ist? Sie hast es gesehen, du bist gleich dran. Das reinschmeißen. Aha. So, Linda, jetzt können wir sie rausholen nach etwa 10 Minuten. Machst du es mal bitte? Wir legen sie hier drauf, um sie ganz kurz in das Fett rauskommt. Du drehst noch einmal rum. Genau, einmal rumdrehen, genau. Super. Das kannst du rausholen, ja? Sau gut. Doch, der ist uns absolut gut gelungen. Das Ganze wird jetzt auf dem Teller angerichtet. Einmal die Krumper Schnitzer drauf. Machst du was hin? Einmal drauf. Oh, was denn? Einmal, zweimal, dreimal. Und dazu einen wunderbaren Klecks Apfelmus. Bestes Trierer Essen. Jetzt haben wir die Crew gewechselt, Alessandro und Jan. Wir machen jetzt das Hauptgericht, ein wunderbares Rieslinghähnchen und dazu einen Reis. Ah. Zunächst mal nehmen wir einen großen Topf. Alessandro, richtig schön den Boden mit Olivenöl bedecken. Das reicht, okay. So, gleich dein Part. Wo ist mein Reis? Hier ist er. Dann warten wir einen Augenblick und dann schmeißt. Noch nicht. Jetzt schmeißt der Jan die Frühlingszwiebel rein. Genau, und direkt rühren. Alessandro, Pfeffer, richtig schön. Salz, noch ein bisschen rein, jawohl. Dann richtig schön viel Zimt. Großes Geheimnis beim Reis. Ja, richtig schön schnell rühren. Und dann nehmen wir
als letztes den Geflügel vor. Damit löschen wir das Ganze ab. Ein bisschen warten noch. Warte. Ja. Geflügel vor reinschmeißen. Alles rein. So, und jetzt den kompletten Reis. So, dass es richtig schön bedeckt ist alles. Jawohl, noch. Okay, das reicht. Einmal rumrühren noch. Und jetzt, Alessandro, holst du mal auf der anderen Seite bitte die Bohnen. Okay. Richtig schön rein, alles rein. So, das Ganze einmal aufkochen lassen, den Deckel drauf. Und das Ganze braucht jetzt ungefähr 20 Minuten, dann ist der Reis hervorragend fertig. So, jetzt machen wir unser Riesling-Hähnchen. Und dazu haben wir Hähnchenbrust. Die nehmen wir und schneiden sie von der dicken Seite zur dünnen Seite an, beziehungsweise durch, sodass wir nachher so zwei Stücken am Lappen haben. Macht ihr zweites Mal bitte. Okay. Richtig schön durch. Nehmen wir unser Fleisch und legen es mit der Hautseite nach unten in die Pfanne rein. Machst du das auch mal bitte? Hautseite nach unten. Die anderen auch rein. Alle rein. Komm auf. Noch an die Seite. Gut, und das Ganze lassen wir jetzt einfach vor sich hin braten. So, Alessandro und Jan, jetzt muss schnell gehen. Wir haben die Frühlingszwiebeln gewaschen, klein schneiden und in die Küchenmaschine schmeißen. In der Zwischenzeit mache ich unsere Kräuter. Machen wir unsere Kräuter noch fertig. Du machst es gerade weg. So. So, und jetzt müsst ihr aufpassen. Scharfe Chili. Fleisch danach die Hände waschen. Dann nehmt eine scharfe Chili. Wichtig ist hier, bei der Chilischote, die Kerne müssen raus. Und den kannst du jetzt so, wie er ist, ohne Kerne, auch in die Küchenmaschine rein. Ab, geh die Post. So, dann gibst du mir, die ist immer ganz weg. So, und jetzt nehmen wir eine Form, nehmen dann hier raus, na, kommst du, die Soße, geben die in die Form, verteilen die unten, mach das mal bitte. Okay, kannst du machen, gehst du am besten mit vor. In der Zwischenzeit gucke ich mal, was unser Reis macht. So, ab in den Backofen. Das Ganze.
30 Minuten, nachdem wir die Rieslinghähnchen in den Ofen getan haben, ist der Reis auch fertig und zum Verzehr bereit. Also, wir nehmen, fange ich mal mit der Dame an, einmal ein bisschen Reis, dann das Hähnchen und über dem Reis und das Hähnchen die hervorragende Soße. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Thank you.